Dann lege ich mir eine Ball hin und kopiere den Tschechern, der so dasteht und ein Monster war. Ich lege eine Ball hin, drehe um und es war klar, ich schieße in die eine Ecke. Stark. Muss stark schießen, sonst kommt er dran. Und lauf zurück, drehe mich um und denke so, nein, der hält ihn. Und auf dem Weg zum Ball habe ich mich umentschieden und habe in die andere Ecke geschossen. Gomez gegen Tschech. Gomez. Und das Verrückte an dieser Story ist, ich habe danach Dopingkontrolle, sitzt Peter Tschech mit mir bei der Dopingkontrolle. Der ist total schüchtern, zurückhaltend und irgendwann sagt er so zu mir, hey, das war ich beim Elfmeter. Guck ihn an und sag, hä? Dann sagt er so zu mir, du wolltest in die andere Ecke schießen erst. Du hast mich total verwirrt. Ich wusste, dass du in die andere Ecke schießt. Der hat mir quasi gesagt, was in mir vorging. Und das ist schon brutal, wo ich auch nochmal gemerkt habe, was für ein großer Torhüter der ist. Der einfach auch die Spieler und die Körpersprache der Spieler gelesen hat.